Say my fucking tickets. Fuck, wie ich es jetzt. Warte, generell, wenn Rowe Entry sich das Eigenheim holt, dann profitiert sie vom Black Hole, weil sie nach einfach alle drei darin angreift. Wenn Slater seinen Stun macht, stand er alle im Black Hole. Also, sie haben Black Hole plus 2 Sekunden zu sagen als Stun. Oder 3 Sekunden, ich weiß nicht genau, wie das Slater Stun, welche Dauer es hat von dem Stun. Und bei ihnen brauche ich wahrscheinlich auch wirklich das Eigenheims recht schnell. Wir holen die Boots. Obwohl mit der Mask of Madness hat es eigentlich auch recht gut funktioniert, finde ich. Hat uns ein bisschen mehr Early Kill Potential gegeben. Stimmt, der Shadow Shaw, man kann richtig schön pushen, einfach gegen Techies vor allem auch. Was seine Wards werden ja nicht von Techies Minen betroffen. Also sie werden nicht getroffen. Sie sind nicht von den Effekten betroffen, aber sie werden nicht getroffen, so ist es richtig. Wir haben zwar einen Creep jetzt nach vorne lassen, unabsichtlich. Ah, warte, wer ist auf der Midlane? Oh, Slaughter. Oh, Slaughter. Es sind Nahkämpfer auf der Midlane. Die können wir perfekt harassen. Eventuell ja sogar killen. Wir können auf jeder, auf jeden Fall ewig lange weghalten von uns. Nicht jagen. Hier, komm. Okay, jetzt haben wir einen Techies auf der Midlane. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt so überrascht, dass ein Techies ganken kommt. Hatte so eine Angst vor meiner Rocket, dass ich wirklich so ewig weiter rennen muss. So, der Coach ist irgendwie komisch. Ja, Wiki hat er jetzt. Perfekt. Yes, sir. What? Illusion. Rotating. Reposition it. Er hat sich sofort eine Oberhex geholt, das heißt, er geht auf. I think I can raise my altitude now.
Wir holen uns wieder unsere E. Holen uns die Blade of the Deck und eine Mango. Ich bin ja gerade einfach nur nerven und weghalten, wenn sein Ulti auf mir ist. So, jetzt haben wir auch den Wort. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass sie einen Sentry auf der Midline haben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche anderen Worte auch noch hatte. Ich habe einfach so viele Bäume hier schon weggefressen. Wir gehen in der Runde sogar auf die HP anstelle von straight up damage. Das war Chaga. Hab ich gerade vom Geräusch her verwirrt.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall nachher für den nächsten Kampf einen Dust. Top Tower könnte man theoretisch schon auch angreifen. Ich gehe wieder zurück auf die Midlane und schaue, dass ich da die Erfahrung hole. Schauen wir hier, dass wir uns das Camp holen. Als nächstes holen wir uns das Ergenims. Weil sie schon recht viel Disables haben. Disable ihre Stunts. Ich meine ihre. Er könnte es alle 5 von uns fangen. Warte, gehen wir in den Shadow Shaman kurz. Da können wir hier auch wieder unsere Waveband holen. Abgesetzt für unsere Colder natürlich. Und weil wenn Arsch sind, holen wir so einen Deathlater. So, wir haben da unser Desolator und zudem dazu holen wir uns jetzt noch ein Crit. Welchen Crit holen wir, sollen wir uns nehmen? Ich würde sagen einen ganz normalen Crit, einfach einen schwachen. Eigentlich den stärkeren, ich meine den stärkeren an sich.
Them dire buildings are tough as nails. So, jetzt pushen wir schnell noch die Top an. Endlich haben wir jetzt auch den Trial fertig.